Total und recht herzlich willkommen bei Ü60, Star Wars Ü60, das Projekt für Oldies, natürlich Ü15, Ü25, über 40 etc. So, nehmen wir das mal wieder ab, also die Stormtrooper kennt man ja mittlerweile, die Erste Ordnung kennt man ja auch mittlerweile, aber jetzt kommen wir zu Vanity Fair, wir kommen zu Han Solo, dem Film, wir kommen zu E8, den Aufstieg von Skywalker, und heute benehme ich mich mal so, damit ihr mich auch versteht. Dazu habe ich mir alles rausgesucht, was so im Moment los war. Ich werde jetzt keine Fantasie lostrommeln, sondern ich werde das wiederholen, was wirklich ist. Und zwar Han Solo 2. Da gibt es eine Petition, da gibt es einen Aufruf. Wir hätten gern Han Solo 2. Ne? Den zweiten Teil von Han Solo. So, Han Solo war ein Mistake, ist daneben gegangen, aber können die Fans ja nichts für. Die Fans haben sich jetzt mittlerweile nicht nur auf den Falken eingeschossen, sondern auch den neuen Falken, da komme ich gleich zu. Also ich gehöre immer noch zu dieser Crew hier. Ne? Ich versuche den also immer noch zu bauen, wenn ich Zeit dazu habe, aber klappt im Moment nicht so. Aber er wird Ende des Jahres sicherlich im Schaufenster stehen. So, Han Solo 2 soll also kommen. Weiß keiner genau. Okay, also Make Solo to Happen, so heißt diese Kampagne, Make Solo to Happen, Star Wars Fans fordern Solo 2. Aber wie realistisch ist das? Ist das überhaupt realistisch? Ich meine, wir Fans können nichts dafür, dass das schiefgelaufen ist, dass sie fehlerhafte Regisseure hatten, dass sie mehr ausgeben mussten und dass am Ende nichts Besonderes rausgekommen ist. Ja? Außer ein fliegendes Buch. Mittlerweile wird dieses Auto bzw. dieser Scooter da als das fliegende Buch bezeichnet, den Han Solo da am Anfang betrieben hat. So, in der Vergangenheit, wie gesagt, war ja vieles schräg und mittlerweile in. Ja, Han Solo als Film mittlerweile in. So, es gibt sogar ein Make to Han Solo Tag. Ja, den gab es wirklich, ein Make. Ja, dass sie an dem Tag wirklich alles nur immer Han Solo. Wir hätten gern den zweiten Teil. Wie ihr darüber denkt, könnt ihr drunter schreiben, ob ihr auch ein Han Solo 2, 3 vielleicht auch haben hätte wollen. Warum auch nicht, also ich liebe Star Wars, mir ist es mittlerweile egal, was da gemacht wird. Ich werde mich da auch nicht mehr so dermaßen eingliedern wie die anderen. Deswegen sage ich lieber Ü60. Ja, die etwas Älteren, die wirklich 42, weit über 40 Jahre Star Wars an sich haben, vorbeigleiten lassen. Einige mehr, einige weniger. So, die Ü15, Ü25, die wissen alles besser, die können alles besser. Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ich weiß nicht, wie die darüber denken. Das Schlimme an der Geschichte ist, weil die alles besser wissen, freuen die sich auf gewisse Sachen und keiner weiß, ob wir überhaupt dieses Jahr, wir alle oder nur Amerika, Disney Plus bekommen. Disney Plus, der neue Stream-Sender, wo alles reingepackt werden soll, und das auch für weniger Geld gegenüber Netflix etc. Disney will so richtig loslegen, aber wenn man genau liest, könnte es sein, dass Europa vielleicht und Deutschland auch vielleicht Disney Plus erhält 2024. Ja, das wäre ein bisschen lange, ne? Fast 5 Jahre. 5 Jahre, da kennt jeder, also die Amerikaner und die Englischsprachigen da, die kennen dann alles über die Serien, die wir dann überhaupt noch nie gesehen. Keine Ahnung, was die da machen. Vielleicht verkaufen sie es doch. Wir wissen ja, es geht halt nur ums Geld. Jetzt geht es hier um die Fans, die nicht nur Han Solo mögen, die halt auch den Falken mögen, die gesamte Struktur mögen, das Ganze mögen. So, was haben wir denn da? Also, Star Wars wird hart. Leia, der Abschied von Leia soll irgendwie, also es könnte sein, dass wir mehr am Heulen sind oder einige, die halt nah am Wasser gebaut sind, am Weinen sein werden wegen diesen Emotionen. Weil wir nehmen Abschied. Wir Älteren nehmen Abschied von Krieg der Sterne, von Star Wars und so weiter. Dass da einige real sterben, das ist halt so. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich bleibe jetzt beim Märchen, Krieg der Sterne,
Star Wars. So, der Aufstieg von Luke, beziehungsweise der Aufstieg von Skywalker. So, Skywalker war an sich Anakin. Anakin Skywalker. Dann war er Darth Vader, die tragische Gestalt laut George Lucas, der halt das Ganze getragen hat, 4, 5 und 6. Und dann halt als pubertärer Jugendlicher, als halb naives Kind in den ersten dreien da am rumwerkeln war und nachher so dämonisch wurde, dass er regelrecht ausrastete und dann zum Schluss zu Darth Vader wurde. Und denkt dran, der muss reichlich Schmerzen gehabt haben bei den Temperaturen, die da geherrscht haben. Auf eine Art hatte Obi-Wan Kenobi recht, er hätte ihn töten sollen. Aber stellen wir das mal vorneweg da. Ne? Also wir bleiben nicht mehr bei Darth Vader, wir bleiben nicht bei vorbei. So, jetzt kommen halt die neuen. So, wir haben funkelnagelneue Welten. Wir haben bunte Gestalten. Wir sehen auch die Ritter von Ren. Wie? Wissen wir noch nicht, aber dank Vanity Fair, die Dame, die alles abgelichtet und dazu auch die Stories verfasst hat, konnte man sehr vieles nachlesen. Ich habe das mal übersetzen lassen, weil diese Zeitschrift bzw. das Magazin bekommt man hier so nicht hier in Deutschland. Ich schaue mal, ob ich 7 und jetzt 9 bekomme, weil J.J. Abrams, bei Johnson war es nicht, hat da nicht, also bei J.J. Abrams hat sie ja gemacht. Also Tochter von Carrie Fisher. Billy Lord hasste Star Wars als Kind. Ich habe ja einige Kinder, ich hasse Star Wars, und nachher mögen es, komischerweise. Also, ja, Billy Lord, die Tochter der verschollenen Prinzessin Leia, Darstellerin Carrie Fisher, hasste in ihrer Kindheit Star Wars. Einige Darsteller, einige etwas älteren Darsteller, auch Harrison Ford hasste Star Wars und mochte Star Wars nicht und so weiter. Also, irgendwie, aber soll uns egal sein. Noch einmal. Wir sind die Fans und soll egal sein, ob Alec Guinness damals wirklich über Star Wars negativ berichtet hat, als Hauptdarsteller von Obi-Wan Kenobi. Das war natürlich ein englischer, guter Schauspieler, der natürlich vom Theater und eine ganz andere Sache mitgebracht hat. Für ihn war das halt was anderes. Es war für alle anders. Nicht vergessen, 1970 hat George Lucas angefangen, damit irgendwas machen zu wollen und hat 7 Jahre gebraucht, um dann endlich und auch da mit Frust, ja, weil da nichts funktionierte, musste auf Geld sparen oder musste auf Geld verzichten und was weiß ich nicht. Also denkt dran. Deswegen sage ich lieber Ü60, die haben mehr Verständnis, weil die wissen, wie hart es war, irgendwas auf den Weg zu bringen. Heute geht das ja leicht. Ja, man lässt sich irgendwo einstellen. Wisst ihr ja, Rezo zum Beispiel. Irgendein YouTuber lässt sich irgendwo Geld geben und dann geht die Post ab. Oder gehört zu irgendeiner Klientel und kann dann natürlich wunderbare Videoclips machen. Ich bemühe mich, gute Videoclips zu machen, weil ich nicht bezahlt werde. Und hin und wieder mache ich die also auch in fortgeschrittener Stunde. Ich mache sie einfach, weil ich Spaß habe, weil ich Lust habe, etwas zu machen, auch Werbung zu machen hier für De Augustini. Beide Teile, also auch der X-Wing wird im Jahre 2020 oder 2022 ausgestellt werden, wenn es mit der neuen Trilogie losgeht. Also ich muss schon aufpassen, sonst flippt ihr ja wieder aus. Ich muss ja jetzt jeden Satz so dermaßen präzise sagen, damit ihr Lust habt, hinzuhören. So, Vanity Fair, Bilder von Star Wars Set zeigen neuere Charaktere. Genau, absolut neue Charaktere. Der eine Charakter sah aus wie so ein Walt Disney Film. Ich auch sicher Rocketeer. Ja, diese Uniform da mit diesem Helm. Er sah wirklich aus wie so ein von Rocketeer, diesen Disney Film Rocketeer. Könnt ihr mir vielleicht heute Abend mal zu Gemüte führen. Der Film fand ich gar nicht mal so schlecht, da mit diesen Raketen Rocketeer da durch die Gegend zu fliegen. Ja? Passt ja auch zu Mandalore. Und ja, also Annie Leibovitz zeigte also sehr viele Bilder und wir durften sie also am Set sehen. Wir durften auch das Set sehen. Ja, so, aber wie gesagt, ich bleibe bei den Kurzthemen. Ich mache also auch nicht so lang. Ich kann ja höchstens noch mal zu einem hier werden. Ja? Zack. So, ich werde mich wieder daran erfreuen, wenn es wieder 3D wird und
wenn man dann halt mit diesen Brillen da im Kino sitzt und schaut, dann werde ich natürlich diese Brille nicht aufhaben, weil ich an sich gar keine Brille brauche, aber sieht irgendwie, ja, sieht irgendwie gut aus. So, Han Solo 2. Auf eine Art hat der Film mittlerweile was. Ja, wie Rogue One. Rogue One ist klar, aber es geht halt nicht, einen zweiten Teil, aber sie wollen daraus eine Serie machen. Ja, Rogue One, eine Serie machen für ihren Disney Plus Kanal. Hört sich cool an. So, und dann gab es die Jugendlichen, die hier waren. Hast du gehört? Old Republic? Ja, alles schön und gut. So, sollte es kommen, Old Republic, sollten die Herren von Game of Thrones, ja, sollten die beiden, sie werden ja auch. So, und okay, das ist also für die New Generation. So, we are the old generation, müssen wir uns jetzt verabschieden und würden uns aber dennoch freuen, wenn ein Han Solo 2 käme. Gut, Petitionen gab es, Aufrufe gab es. Es hat sogar einer 2,2 Millionen auf den Tisch gelegt, damit endlich die Version 8 neu gedreht wird. So was gab es alles. Ja, es gab wirklich alles. Es gab richtige Aufläufe. Es gab richtig böse Briefe. Und am Ende kam ja nichts dabei raus. Feierabend. So. Der Galaxy Thought, Edge, also Edge, beziehungsweise Orlando, Anaheim und so weiter. Also im Herbst erstmal Orlando. Ne? Galaxy Edge. So, das Resort. Nachher kommt Anaheim. Und Anaheim wird ja nächstes Jahr im Jahre 2020. Von dort aus wird ja dann die Convention und die Celebration wieder gemacht. Ob die da auch wieder 4 Tage machen, weiß ich nicht. Aber war ja dieses Jahr nicht schlecht. Dieses Jahr haben sie wirklich so richtig mal vom Leder gezogen. Haben also nicht viel gebracht. So, jetzt durch Vanity Fair hat man erkannt, was da so abgeht. So, 3DRIPO hat da irgendeine markante Sache, also 3DRIPO, schätzungsweise sollen wir uns auch langsam von verabschieden, könnte sein. Vom Falken sollen wir uns ja auch so langsam verabschieden, der wird irgendwie geschrottet. Die wollen dann irgendwie, ne, zack, alles neu. Was dieser 7O da, ich weiß nicht, mit dem kann ich mich noch nicht anfreuen, mit diesem Rad und diesem Lampenschirm da. Kann man als Ente bezeichnen, ist auch in Ordnung. So, jetzt kommen wir hier zu den Falken. Habt ihr das Bild gesehen bei Vanity Fair? Wo die ja gesessen hat, war ja wie bei 7. Ja? Statt Harrison Ford saß da jetzt ein anderer. Ne? Lando Calrissian, ne? Ist klar. So, und mit seinen wilden 82 Jahren. Oh, egal. Ich nenne jetzt nicht die Hauptdarsteller. Ich bleibe jetzt im Märchen. Die heißen halt Han Solo, ne? Chewbacca, ne? Chewie. Und so weiter und Paul Dameron, ne? so heißen die, und Finn und Ray. So, da kommt aber auch eine neue dazu, die halt ein bisschen ist. Lest Vanity Fair, lest Google oder lest das andere. Also wie gesagt, die arbeitet plötzlich auch mit Pfeil und Bogen. Ob das ein Lichtbogen sein wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie auf dem Pferd sitzen und Gas geben. Und dass auch Finn eine Waffe in der Hand hat, das wird dann natürlich auch wieder Laser sein und keine, wo Kugeln rauskommen. Kann sein, dass sie also wie so Laserdinger abschießt. Irgendwas wird da sicherlich sein. Aber die junge Dame ist halt ein bisschen ist nicht also koscher, ist also nicht auf der hellen Seite, könnte also leicht so ein bisschen dazwischen, also ein Gauner sein. So, wie die dann auf die sogenannte Insel da kommen. Und auch bei diesen anderen mit den, also die Fotos, die wir sehen konnten, mit den ganzen bunten Bildern, mit den ganz bunten Masken. Auf eine Art kann man ja sagen, dass das natürlich gemacht wird, damit wir Figuren kaufen. Ne? So als Händler ist man ja froh, wenn irgendwas Neues kommt, was ein Kunde haben will. Ja. Also mittlerweile kann man ja The Resistance, diese Figuren mittlerweile auch kaufen. Ja. Also mittlerweile mag ich Resistance, auch wenn es ein Zeichentrick ist. Was ich nicht verstehe, ist Galaxy of Adventure. Das ist ein bisschen klein, ein bisschen wenig. Ich weiß nicht, wie man damit irgendwie die Kinder adaptieren möchte. Wir über 60, Ü40, müssen ja auch ganz zart
die Jugendlichen, die Heranwachsenden und die Kinder vor allen Dingen an das Szenario bringen. Ich finde es ja super toll, zwischen 4 und 6 Jahre. Und wie, oh, okay, wo sind sie? Sie sind dann irgendwie bei Darth Vader natürlich noch, ist klar. Bei Darth Maul sind sie. Also an sich könnte man immer Darth Maul, Darth Vader, Leia und natürlich Yoda verkaufen. Wenn man Glück hat, bekommt man auch ein Obi-Wan Kenobi los. Ist halt so, aber da muss man schon reichlich Glück haben. So, ich weiß nicht, wen ihr mögt. Ich weiß auch nicht, welchen Charakter ihr mögt. Also, ich mag alles. Ich sehe mir auch wirklich alles an. Ich habe mir auch Resistance angesehen. Auch in der Mediathek aufgerufen, mir angesehen. Ja, und habe mir dann die Sachen zurechtgesetzt. So, wie gesagt, auch im Hörspiel. Ja, ich habe mir auch die Hörsachen angehört. Ich warte halt auf dieses neue Hörspiel von Window. Ist das Window? Ja, ist ein anderer, glaube ich, aber ist egal. Jedenfalls soll ein neues, es soll so vieles Neues kommen. Ist zwar alles super gut, also ich fange jetzt nicht an, solche Geschichten zu machen, wie so ein YouTuber, also die gekauften YouTuber, die halt also für Geld arbeiten. Sondern ich muss wirklich nachlesen, ob das stimmt, 2-3 Mal. Das habe ich jetzt hier auch gemacht. Ich habe nachgelesen, ja, die Tochter von Carrie Fisher mochte Star Wars nicht. Punkt. So, und Harrison Ford als Han Solo-Darsteller mochte es auch nicht. Elle Guinness als Obi-Wan Kenobi-Darsteller war da also auch noch nicht so bereit. Und am Anfang war auch der Darsteller von 3DRPO. Ich nenne jetzt die Namen nicht, weil ihr kennt die doch alle. Wir bleiben jetzt im Märchen. Also, Han Solo war nicht als so begeistert. Obi-Wan Kenobi Darsteller war also auch nicht so begeistert. Die waren alle nicht so irgendwie begeistert. So. Und der Darsteller, ihr kennt ihn ja auch, von Darth Vader, hatte ja sogar Ärger mit George Lucas. Und da gab es also auch Zwiespaltigkeiten und so weiter und so fort. Also alle, die damit was zu tun hatten. Außer wir im PR. Wir verkaufen euch, was wir verkaufen müssen. Wenn es sein muss, solche Brillen. 9,95 Euro an der Kinokasse. Ne? Ob sowas so ein Hype, also 7. 7 war der Hype. Ne? Da hat man gekauft, die Brillen. Ich habe auch die andere Brille noch. Also wie gesagt, da ging es noch. Die waren alle noch so in diesem Rausch. Ja? Wie 7 rauskam, das war ein Rausch. Alle Kinos waren voll, ihr wart begeistert, es gab keinen Hass. So, und dann kam leider 8 und dann gab es eine Ohrlasche, dann kam Han Solo. Das waren also 2 Knaller da. Und dann kam halt rechts, links, ja, nein. Also es war richtig was los. Es war richtig was los. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme auf den Kern des Ganzen noch einmal. Han Solo 2, ja, nein. Möchtet ihr nicht? Wie findet ihr Han Solo 2? Wenn, ne? Man könnte ja den richtigen Regisseur nehmen, ja. Und nicht wieder experimentieren. Man könnte ihn ja wieder nehmen, der halt Han Solo da auf den Weg gebracht hat. So schlecht war es ja nicht. Und das fliegende Buch wieder nehmen, ne? Okay, wenn man da alles so liest. Also, es sind ja so viele Sachen. Wenn man feststellt, jetzt in 9, da hat man die Bilder von Vanity Fair gesehen, dann sagt er, ey, halt, stopp, das war doch in Han Solo, ne? Diese Garde, die da stand mit ihm, ne? Der hat da einige Artefakte ja gesammelt, ne? So, Star Wars kriegt die Sterne. Noch einmal, wirklich, das ist sehr wichtig. Die wirklich nur diese Filme gesehen haben, können doch alle gar nicht das Wissen haben, das ihr jetzt habt, weil ihr die Comics, Old Republic, das Spiel, die neuen Spiele mit das neue, da kommen wir auch zum Schluss, VR. Ne? Die Brille habe ich jetzt leider nicht hier, hätte ich an sich holen können, dann hätte ich sie auch vorführen können. Also diese sogenannte VR-Brille. So, da gibt es auch ein tolles Spiel mit Lord Darth Vader und demnächst kommt auch wieder Battlefront. Na, da könnt ihr auch wieder loslegen. Also im November kommt eine Menge. Auch die neuen Spiele. Fallen. Also das Game. Also im November. Also nicht mehr allzu lang. Jetzt haben wir erstmal Sommer. Nicht mehr allzu lang. Dann ist Star Wars und Krieg der Sterne wieder so dermaßen unter uns. Und wir sind wieder mittendrin.
Und dann müssen wir leider 2 Jahre warten, bis es dann wirklich komplett neu losgeht. Ja? Und wenn wir wirklich Pech haben, müssen wir 4 Jahre warten, dass wir halt auch Stream bekommen, dass wir da auch die Serien sehen. Also wird nicht so einfach. Also die Amerikaner haben einen riesen Vorsprung. Ja, die haben komplett damals The Resistance gesehen, komplett, das wir noch gar nicht haben. Und wenn unter uns 21.30 Uhr bis 22 Uhr auf Disney XD Resistance jeden Tag gucken, weiß ich nicht, ob ihr das gemacht habt. Wer hat denn XD? Zum Beispiel, ja, Kabelfernsehen oder Satellitenfernsehen oder gekauftes Fernsehen. Egal, also wie gesagt, Star Wars und Krieg der Sterne wird sich ändern, komplett ändern. Ich bleibe jetzt einfach mal so in der Luft, Han Solo 2, ja oder nein? Ne? Darth Maul, ein extra Film, nur über Darth Maul brauchen wir nicht, haben wir alles schon, ne? In den Klonkriegen, weil, ja, haben wir, brauchen wir nicht. Okay, Mark Solo 2 Tag, hätte ich nie gedacht, dass es den plötzlich gibt, hat es aber gegeben. Und wie gesagt, Vanity Fair hat so viel aufgeworfen, hat gesagt, hey Leute, schaut mal, neue Figuren, ja, auch die Pferde, habt ihr die Pferde gesehen? Echte Pferde halt mit Pelz und so, wunderbar, also nicht animiert, also auch waschechte Pferde, die da halt utopisch halt aussehen. Nicht schlecht gemacht, auch leicht bunt wieder, also eine tolle Geschichte, also vieles ist da wieder echt, nur wir müssen uns halt verabschieden vom Falken. Wir müssen uns halt von einigen Darstellern verabschieden. Aber so wie gesehen ist er da. Ja, der Skywalker. Ne? Luke Skywalker. Laut Foto ist er da. Ne? Schauen wir mal. Also wie gesagt, ich war halt ein bisschen irritiert, wie ich andere Bilder gesehen habe auf diesem sogenannten Planeten, wo Luke war, um zu sterben. Und da, wo er auch sein X-Wing versenkt hat im Wasser. Ja, vielleicht holen sie ihn ja doch ab. Keine Ahnung. Vielleicht untersuchen sie, ob er wirklich verstorben ist. Und dann gehen sie auf die Reise. So, und jetzt zum Schluss, absoluten Schluss. Monsieur Palpatine, ja, also das Böse schlechthin. Also der sogenannte Imperator. Derjenige, der das Ganze an sich gebunden und bindet und an sich auch geformt hat. Ja, soll durch die Maske von Darth Vader irgendwie da so reinkommen. Also so waren die da am Erzählen. Ich weiß nicht. Also ich mache jetzt keine Spekulation. Ich denke mir auch keine neue Hoffnung aus. Mache jetzt auch keine Adaption. Ich mixe jetzt auch nicht. Ich nehme auch nicht irgendwelche Leute, die Ü60 gar nicht kennen und Ü40 vielleicht auch gar nicht. Sondern wir bleiben jetzt bei dem Kern der ganzen Sache, der Filme, die wir gesehen haben. Ja, die Person, die wir gesehen haben und die Handlung, die wir gesehen haben. So, und dass wir jetzt was Neues bekommen, ist klar, freuen wir uns auf den Super Bowl. Wenn der Super Bowl kommt, ja, dann bekommen wir da einen richtigen Trailer. Einen richtigen Trailer, der uns dann wirklich etwas zeigt. Und dann ist fast schon Ende mit Spekulation, weil nach dem Super Bowl, der da kommt, ist schon fast Weihnachten und dann ist der Film da. Und das Schöne ist, dass er schon am 18. Dezember ist, also auf dem Mittwoch. Das heißt also, wir Superfans könnten dann schon am 18. So, wir müssen ja dann wieder schweigen wegen dem Span. Ist klar. Wir dürfen dann nicht darüber berichten, ob ich das dennoch tue, weiß ich nicht. Ihr kennt mich ja. Ne? Ihr habt mich ja dann immer auf den Link. Bin ja immer etwas anders. Ne? Bin ja auch manchmal verstreut oder spreche nicht richtig. Ne? Ist klar. So, also wie gesagt, meine lieben Fans, denkt mal drüber nach. Was möchtet ihr? Was soll aus Krieg der Sterne später werden? Also nur noch Star Wars ist klar. Aber was sollen die beiden Game of Thrones Regisseure, die halt 8 auch so mal eben so an die Wand gefahren haben, laut den absoluten Game of Thrones Fans haben die 8 gegen die Wand gefahren. 8 bei Star Wars ist doch dann pari, oder? Also können die doch mit 22, 24, 26, mit ihrer Trilogie sicherlich etwas reißen. Die Frage lautet nur was. So, und bis dahin schauen wir mal, was daraus wird.